So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu The Crew 2. Heute machen wir weiter mit dem Drag Race, wie in der letzten Folge auch schon angekündigt. Die Dinge haben wir schon gemacht. Und wir haben zwei Dings, einmal Santa Monica und einmal South Beach, und die machen wir jetzt auch. Heute wieder alleine, wie auch in der letzten Folge, in den letzten beiden Folgen. Wir machen jetzt erstmal weiter mit ein bisschen geradeaus fahren. Wechselt eh, setzt das aus. Wechselt zu Dodge. Und das in verdammt kurzer Zeit. Also schauen wir mal, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Falls nicht, gibt's Nachsitz. Aha. Two. One. Zero. Lauf normal, 15 singen. Die erste Vergabe haben wir nicht erreicht, glaube ich. Fahrzeit. Na, wir haben es nicht ganz geschafft, aber wir müssen nochmal ran. Puh, ich bin ein bisschen warm. Wieder nicht geschafft. Also ich verkackte ja momentan den Drag. Waren zwar schneller als eben, aber diesmal wieder nicht gut. Ein Versuch haben wir noch, ansonsten müssen wir es nochmal neu machen. Wieder nicht! Ich nehme also, glaube ich, auch knapp drüber gewesen. Da hilft wohl nur üben. Komm wieder und versuch's nochmal. Es ist immer so minimal, also wir schaffen es wieder nicht. Aber wir probieren es nochmal neu. Das müssen wir doch irgendwie auf die Reihe kriegen. Damit willst du gegen mich antreten? Du bist mutiger, als ich dachte. Also der Lauf ist schon mal verkackt, habe ich komplett raus zu sehen, ne? Nicht gut. Es ist nicht gut. Lauf Nummer 2. Thank you.
Wieder nicht, ey. Das kann nicht sein, ich krieg's nicht hin, ne? Und jetzt auch noch Fullbett im, also voller Regen im Lauf 3. Ja, vergiss es. Wir haben keinen Regen, kein Nitro. Wir können nichts machen. Ne. Da hilft wohl nur üben. Komm wieder und versuch's nochmal. Na gut, dann probieren wir es halt nochmal. Man muss es ja auf die Reihe kriegen. Aber diesmal scheint es zu passen. Diesmal haben wir es auf die Reihe bekommen. Wunderbar. Endlich. 14,7 sind wir am Ende gefahren. Und das war die Zeit, die uns den Sieg gebracht hat in diesem Duell. Lauf Nummer 2. Ah, geil, passt schon. So, Lauf Nummer 3. Egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. Okay, du hast das gerade so hingekriegt. Das war knapp, aber ich beschwere mich nicht. Eine gute Sekunde. Und sei stolz darauf. Okay. Ach so, ja, ich bin sogar schneller Treppi, sehe ich gerade. Aber das war eigentlich nicht die Beabsichtigung, dass ich da jetzt irgendwie drauf gehe. Hier ist Aufschneiden angesagt. Du musst mit deinen Siegen angeben. So, wir bauen mal unsere Teile wieder ein. Die wollen wir ja mitnehmen. Wunderbar. Mit deinen Wagen. Deiner zum Beispiel. Er ist cool, aber er könnte viel cooler sein. Warum tunst du ihn nicht, statt auf der Couch zu liegen? Du brauchst ein würdiges Gefährt. Als ich gefahren bin, waren Blau und Gold mein Markenzeichen. Du solltest dir Zeit nehmen, deins zu finden. Guck mal, der sitzt da schön rum. Aber wir wollen ja weiter mal mit dem nächsten weg. Drag Race. Wir machen auch weiter mit dem nächsten Drag. Dann ist schon wieder Folgen, ne?
Willkommen in Miami, Heimat einer der größten Street-Racing-Communities überhaupt. Vielleicht, weil man hier praktisch alles für die South Beach kann, oder vielleicht, weil die Stadt so tickt. So. Unser Bietet 13133. Da fehlt uns die Zeit auf jeden Fall für. Wir sollen. Eine Sekunde müssen wir schneller sein als eben. Lauf Nummer 2. Wieder nicht geschafft, ey. 14-0, wir waren zwar schneller als im ersten Lauf, aber nicht schnell genug. Hätte ich 14-1 sagen können. Nein, er muss 13-1 sein. Echt nicht. Sogar langsamer noch als im Lauf 1, im zweiten Lauf. Naja, müssen wir es halt nochmal probieren. Danach würde ich sagen, gehen wir wieder mal in Drift. Nach der nächsten Folge. Na komm. Jetzt zieht mir aber richtig weg. Ich komme nicht hinterher. Das ist nur ein kleiner Rückschlag. Gangwechsel perfekt, aber der Start war scheiße. Gefällt mir nicht. Es funktioniert nicht. Irgendwie kriege ich es nicht hin. 13-9. Zumindest sind wir mal unter der Silber. Es fehlt halt immer noch die Bestzeit. Lauf Nummer 3. Hey.
Das wird nix werden. Wieder knapp schneller. Oder müssen wir wieder ein neues Auto kaufen auf der Kategorie Dreck? Ah, komm, das kriegen wir noch irgendwie hin. Wieder nicht. Gib nicht auf. Du fängst doch gerade erst an. Ah, du darfst den Start beim Start den Turbomotor nicht so hochziehen. Weil dann passt es. Jetzt funktioniert es nämlich auf einmal. Nicht mit Vollgas starten, dann verlierst du halt die Zeit. Jetzt haben wir es nämlich geschafft. 12 Sekunden, 6, 8, 3. Okay, jetzt habe ich das Geheimnis raus, was mir eben gefehlt hat. Lauf Nummer 3, da probieren wir nochmal, die Zeit unterbieten können. Ich glaube, das wird knapp, aber nochmal eine Beste. Haben wir nochmal die Zeit nochmal geschafft? Ja. 12, 6, 7, 9. 0,004 Sekunden schneller als das Feuer. Und damit haben wir es gepackt. Bam! Junge, wir haben es geschafft! So, wir nehmen mal Loot mit. Ich baue das Loot ein. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Crew 2. Dann geht es ein bisschen in den Drift und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht wieder ein bisschen Boot fahren gehen. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, nämlich morgen 14 Uhr. Bis dann.